Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute ist, ja, Herbst. Also hier bei mir auf jeden Fall im Euro-Truck-Simulator, weil ab, glaube, 1. September ist der meteorologische Herbstanfang. Und ich dachte mir, naja, gut, einen Tag später, am 2. können wir auch mal ein Video machen, wie es aussieht, im Euro-Truck-Simulator hier im Herbst zu fahren. Link unten in der Videobeschreibung, das ist der Frühherbst, den ich jetzt hier aktiviert habe. Und, ja, was haltet ihr eigentlich davon, wenn SCS sowas reinbringt? Ja, ich weiß, der ein oder andere wird sagen, ah ja, gut, nicht so wichtig, aber für mich auf jeden Fall wichtig. Und deswegen gucken wir uns das mal an, was die Mod-Community daraus gemacht hat. Und ich mache den Motor an, gebe Edeltraut ein Küsschen und dann werden wir ganz gemütlich, sollten wir mal einen Gang reinmachen, fahren. Wir sind heute mal mit einem Scania R unterwegs. Und zwar ist es die von Eugene. Den hatte ich das eine Mal ein bisschen zurechtgebastelt und habe eine passende Lackierung zu diesem LKW gefunden im Steam Workshop. Fand ich ganz interessant und nutze ich jetzt gleich für unsere Tour hier durch den Herbst in Deutschland. Boah, schön. Ja, wie gesagt, es ist der Frühherbst. Wir haben hier noch ein bisschen, wenn ihr das seht, noch ein kleines... Also manche Bäume haben schon ihre Färbung der Blätter aktiviert. Die Lichtstimmung ist natürlich auch, ja. Der Stand der Sonne, die geht nicht mehr ganz so weit nach oben, wird früher dunkel und alles ist ein bisschen intensiver. Mal sehen, vielleicht wird es auch noch regnen. Ihr seht da hinten noch ein paar Wolken, das haben sie auch alles noch ein bisschen angepasst. Also man kann schon sagen, die Flora und Fauna hat sich definitiv hier geändert. Auch, dass man hier auf den Gehwegen hier überall noch Blattwerk sieht. Ne? Das kennen wir. Wir haben das alles schon gesehen. Und läuft hier auf der ganz normalen Standardkarte. Wir sind jetzt nicht auf irgendeiner Promons oder Südregion unterwegs. Das ist alles hier die Standardkarte. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen raus. Man merkt schon, wenn man jetzt hier so leicht nach links guckt, so auf 11 Uhr, wie die Bäume sich so nach und nach verändert haben, also die einzelnen Baumsorten. Nicht jeder wirft ja so früh sein grünes Blätterkleid ab. Da lässt es erstmal bunt werden. Manche bleiben doch ein bisschen länger. Könnt ihr ja mal reinschreiben, welcher Baum denn Frühschmeißer ist und welcher nicht. Ich glaube, die Fichte schmeißt nicht so früh, ne? Ich weiß, der war gut. Okay. Schauen wir. Wir haben 280 Kilometer. Wir werden nämlich bis nach Dresden fahren. Und wenn der Winter denn nämlich auch kommt, werde ich auch wieder gemütlich durch den Schnee rumfahren. Das ist ja, wie gesagt, die Frage, die ich ja auch mal stellen wollte. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen für die, die das noch nicht gemacht haben. Schämt euch. Ja, oder hier, das hier. Also, die Frage, die ich habe, ist natürlich, SCS hat an der Grafik natürlich schon einiges gebaut und um Performance zu schonender zu sein, die Weitsicht zu ändern, die Lichtstimmung und. Und das bietet natürlich auch die Gelegenheit, darüber zu diskutieren, ob dann irgendwann mal Season kommt von SCS. Und ich würde es auf jeden Fall absolut begrüßen, wenn sowas mal ins Spiel kommt. Guckt euch das mal an hier. Wenn wir jetzt hier auf der Autobahn langfahren, das sieht doch cool aus. Ja, wenn wir hier so lang cruisen, die Bäume, da wirkt die Strecke auf jeden Fall ganz anders. Fahrt ihr einfach mal selber. Wir sind jetzt gerade hier. Oh, verdammt, ich habe mich verfahren. Ja, wir verfahren, okay. Ja, wirkt auf jeden Fall komplett anders. Wenn ihr die ganz normal fahren. Ja, wir schauen mal, wir machen mal ein bisschen auf 85. Dann rauschen wir mal vorbei. Gehen wir mal von aus, die Autobahnabfahrt war jetzt gerade eben kurzzeitig gesperrt. Und dann werden wir den richtigen Herbst reinmachen und den Winter werden wir dann auch wieder bringen.
so einen gewissen Teil. Nicht immer. Ich habe ja hier drei Profile, wo ich jetzt Videos aufnehmen kann. Und dann werden wir immer mal wieder durch den Winter fahren, durch den Herbst und, und. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Frühherbst und ich würde das absolut befürworten. Wenn ihr denn Frühjahr, Herbst, Winter, Sommer, ist ja nun schon mal drin. Aber man hat auch gemerkt, im Sommer dieses Grelle. Und jetzt ist eher ein anderer Ton. Die Sonne hat so, naja, irgendwie einen anderen Ton. Ich sehe jetzt die Sonne nicht. Aber sieht doch gut aus hier. Ja. Sieht doch schick aus hier. Wenn wir hier so lang fahren. Okay, wir fahren jetzt nur ein bisschen Autobahn. Und jetzt hier die Autobahn ab. Sagen. Wie schon. Recht angenehm. Ja, das hat man schon zu tun, hier lang zu fahren. Was habe ich denn eigentlich? Ein R450 habe ich drin. Ei. Das habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Ach, guckt euch mal an, sieht doch cool aus. Ah, mit den grünen Blättern da hinten. Ah. Fahr mal rüber. Dann kommt halt der Spätherbst. Da sind dann wirklich fast alle Blätter unten. Und mehr Laub und mehr Geschüssel liegt dann irgendwie unten auf dem Boden. Und dann kommt natürlich der Winter. Dann durchaus ein wenig glatt werden kann auf den Straßen. Ah ja, guck, das sieht doch gut aus. Dann werden wir ja auch wieder einen schönen Schwertransport im Winter machen. Da habe ich auf jeden Fall wieder Bock. Mit Physik-Mod. Alles, was es dann halt so gibt. Und jetzt geht es wieder ab. Ich finde den, das Gespann jetzt, das ich jetzt hier zusammengebastelt habe, finde ich eigentlich ganz angenehm. Mit meinem Video auf dem Donnerstag, vielleicht werde ich es ja doch schaffen, dass ich am Donnerstag auch noch einfach ein ganz normales Video, muss ich mal gucken, wie ich das immer am blödesten hinkriege. Aber wir sollten mal lieber nicht so viel darauf konzentrieren, wir müssen unsere Touren hier machen. 250 Kilometer. Weil wir haben ja, es wird ja dieses Jahr noch einiges an, Spielen kommen, die ich ja definitiv noch zeigen möchte. Ne? Da gucken wir mal, wie wir das zeitlich alles unter einen Hut bekommen. Ah, schön. Zieht er einfach mal so rüber. Und was? Nö. Recht entspannt. Okay. Na dann, ab geht die wilde Fahrt. Und den Frühherbst. Frühherbst kann natürlich auch immer schön sein. Wir haben jetzt ja die letzten Tage ein bisschen Pech gehabt mit unserem Wetter. Und ziemlich regnerisch. Also traut man sich gar nicht irgendwie, sich vorzunehmen. Hier an den Tag möchte man dorthin fahren. Möchte eine Ausflug machen oder sonstige Sachen, weil man ja immer damit rechnen muss, dass dann alles ins Wasser fällt und man da steht wie so ein, ja, wie so ein nasser Pudel. Das wäre ja dann auch nicht zielführend, wenn man sich dann viel vorgenommen hat und hat eine gewisse Vorfreude und dann fällt natürlich alles ins Wasser, weil irgendeine Sache dann nicht funktioniert oder man das nicht umsetzen kann, weil es eben regnet, ne? Gerade wenn man draußen irgendwelche Aktivitäten und ich denke, viel Möglichkeiten hatten wir dieses Jahr nicht. Großartig auch außen irgendwas zu machen. Der Sommer war ein bisschen bescheiden, aber ich muss sagen, ich genieße eher so einen Sommer, der ein bisschen wechselhaft ist, mehr als so einen Sommer, der extrem heiß ist. Ja, wie vor 2 oder 3 Jahren, die Sommer, die waren ja wirklich
Das ist dann auch nichts mehr für mich. Ja, wenn du denn da sitzt und dir trieft alles und du weißt gar nicht mehr, wo du hinkriechen sollst. Das ist dann für mich eher belastend. So, sieht natürlich auch schön aus hier, ne? Ach. Wir huschen erstmal an allen Fahrzeugen hier vorbei. Wir gucken hier rüber. Ja, weil wir 85 fahren hier. Die anderen fahren hier ganz normal ihre Touren. Ich hier alle rum, die sind verrückter. Hui! Ui, 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 ui. Ich würde mal sagen, das war ganz schön übertrieben von mir. Ah ja, gut. Hat ja keiner gesehen. Und es war kein Unfall. Das sollte man auch noch im Hinterkopf behalten. Boah, habt ihr gesehen? Düsenjäger. War da noch ein Düsenjäger? Junge, ist denn hier? Luftwaffe fliegt mal wieder oder was? Da, zwei Stück. Zwei Flieger. Also, das sind so eine Sachen, die mich, die ich toll finde, ja, wenn noch irgendwelche so eine zusätzliche Animation in der Luft sind oder wenn ein Schiff irgendwo fährt oder wenn irgendwelche Bauarbeiter was arbeiten. Das ist, ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. So, ich habe den Radar dann wieder auf plus 5 noch gestellt. 5 km/h mehr. Geil. So. Na, das war ja wieder. Ah. Mann, 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 ey. Ah. Jetzt merkst du aber wirklich. Hallo, Ballo. Wer kommt? Der braucht auf jeden Fall ein bisschen, um hier hochzukommen. Ah, schön. Das Wetter macht auch auf jeden Fall mit. Was will man mehr, wenn so ein Wetter ist? Früh noch ein bisschen kühl, du stehst an deinem LKW, holst dein Käffchen raus und hast dir gerade ein Käffchen gemacht. Genieß doch mal den... die Luft auf dem Rastplatz, vor allem, ja, wo wahrscheinlich nebenan, du hast nur einen Parkplatz gekriegt und neben die Klos. Genießt erstmal die Luft. Ja. Und gönnst dir einfach nochmal früh morgens einen Bockwurst. Mit Brötchen. Dann hältst du dir einfach so rein. Mit einem schönen frischen Kaffee. Oh ja. Manchmal sind es nur kleine Sachen, die einen wirklich machen und. Ich denke mal, sowas ist doch, kann er auch mal ein bisschen glücklich machen, oder? Oh, mal hier rüberfahren. Aldi ist auch unterwegs. Interessant, dass man mal mit 450 hier mit 60 nur den Berg hier hoch eiert. Das ist schon. Naja. Haben wir alles gegeben hier. So 85 Kilometer. Ich würde mal sagen, das haben wir eigentlich ganz gut. Ja, unser Kunde wartet. Ja, war eine Umleitung. Habe ja Disponenten schon Bescheid gesagt. Wahrscheinlich hat er es wieder vergessen. Naja, was willst du machen? So, müssen wir jetzt hier gleich schon Dresden abfahren oder die nächste? Jetzt schon, okay. Dann schauen wir mal, ob wir dann einparken können. Das nehmen wir gleich mal mit. Dann geben wir unsere Fracht mal einfach ab. So, wir haben die 80 mal geschafft. Guter Junge.
Wieso, welche? Hä? War da 60 irgendwie? Ja, doch, sie sagt 20 Gramm war zu viel. Verstehe ich nicht. Naja. Portokasse. Bezahlt der Chef. Komisch. Kann ja nicht alle 5 Minuten aufs Geschwindigkeitsdingspunkt achten. Der Blöde im Kopf. Müsste ja ganz hier in der Mitte. Nee, hier in der Mitte müsste der so ein großer Aufkleber sein. Maximus, achte auf deine Geschwindigkeit. Arm. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ein paar Tage nicht so gefahren bin. Oder so ein bisschen Luft. Ich habe gerade wieder so ein. Ist wieder so. Ja. Das Fahren. Das Ablenken. Auf andere Gedanken kommen. Macht mir wieder so ein bisschen Freude. Es war ja jetzt eine Zeit lang so, wo ich sage: Oh Mann, ich. Jetzt wäre eine Tour fahren. Aber jetzt gerade so. Ja, ich nehme das ja am 28. auf. Am Samstag. Wird wahrscheinlich. Weil ich mir auch nicht mehr so einen Druck mache. Muss ich auch sagen, ich muss jetzt so und so viele Videos machen und. Was kommt, das kommt. Ja. Und man kann ja eh nichts erzwingen. Und so wie ich sehe, hängt ja mein Playbutton immer noch nicht da. Es liegt immer noch unten eingepackt unterm Schrank. Aber ich werde es irgendwann mal hinkriegen, ne? Ach, ich bin so ein richtiger Rotzlevel. Okay. Jetzt haben wir natürlich unseren LKW, der hier noch nicht aus dem Knick kommt hier, ne? Los, komm. Ah, schön. Oh, Dresden Rind. Geht der? Schöner Blinker hier hinten, ne? Aber ist auch mal schön mit so einem R umzufahren, oder? Das war nur ein 450. Aber der macht seine Sache ganz gut. Aber schlussendlich kann man schon sagen, hier dieser frühe Herbstmod, um das nochmal abschließend, wie auch immer ich das dann nennen werde, ist schon eine runde Sache. Also ich finde das Ambiente schon sehr ansprechend und macht das Spiel irgendwie einen Ticken anders. Einen kleinen Ticken anders und die Blätter sind noch nicht so weit. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Jetzt soll ich bei einer Tour. Den Spätherbstmod werden wir dann uns dann im Oktober dann vielleicht mal angucken. Erstmal abwarten, weil wir müssen erstmal schauen, ob er denn auch funktioniert, weil jeder davon aus, dass Mitte oder Ende September schon es wieder anfängt mit der 1.42 für den Euro-Tag-Simulator. Die ganzen Beta-Phasen und ja, dann wird der eine oder andere Mod wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich bin mir nur nicht sicher, was sie da alles wieder rumwerkeln, was sie wieder rumbauen. Klar, wenn sie nur an der Oberfläche was machen, dann kann es durchaus sein, dass es denn trotzdem der Mod für die 1.41, aber wenn die jetzt neue Strecken oder neue Textur-Shader oder wie auch immer da was Auswirkungen auf die Grafik hat, reinbauen, dann kann das dann zu Fehler führen. Aber ich glaube, das Gros ist erstmal ein bisschen abgehandelt von SCS. So. Blinken wir schon mal. Warum haben wir hier eine Bushaltestelle? Keiner weiß es. Wir behaupten, dass irgendwann Busse kommen. Ich habe ja mal irgendwie so ein Mod, wo Busse langfahren, aber es war irgendwie alles. Naja, halt, ne? Lustig halt. Die Idee war schon nicht schlecht.
Ah, ist ja wieder so eine hässliche Abladestation. Manche Sachen sehen auch noch richtig schön altbacken aus, ne? Ich jetzt hier richtig oder was? Hä? Ach, hier ist das, man kann gar nicht hier sehen. Eigentlich. Egal. Eigentlich ist es so völlig bockwurst jetzt gewesen. Wir sind nämlich jetzt, ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen, hier auf dem. Da oben steht Freitag. Nee, auf dem Donnerstag. Vielleicht bin ich heute wieder live mit irgendeinem Spiel. Warten wir ab, mit was für ein Simulationsspiel. Oder vielleicht bin ich auf Maximus Live einfach unterwegs und mache da ein bisschen Kitschikatschi. Vielleicht eine Runde Far Cry, vielleicht eine Runde Battlefield. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls will ich irgendwie, dass Donnerstag und Samstag so ein bisschen Zweitkanal-Action ist. Also, wenn ihr mich besuchen wollt, guckt auf dem Hauptkanal. Da findet ihr einen Link auf jeden Fall zum Zweitkanal. Und kann aber auch trotzdem sein, dass ich hier noch was mache. Weiß ich nicht. So, mit den Worten würde ich mich eigentlich hier verabschieden. Ihr seid die Besten. Na, nicht vergessen, Däumchen und Abochen. Und dann sehen wir uns spätestens morgen beim Livestream von Truckers MP oder auch auf Truckers. Ah, warte mal. Ist da nicht morgen die große Offroad-Tour mit Ansgar? Ja, vielleicht bin ich dabei. Gucken wir mal. Also, ich bin aber erstmal raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.